So, weiter geht's mit Pokémon Schild. Und wie angekündigt, wollte ich euch diese Mine heute zeigen. Und ja, Galamine 1. Es gibt übrigens auch noch eine Galamine 2, aber da kommen wir noch zu. Dann irgendwann. Hilfe. Ich will dieses Item hier nehmen. Genau, ein Sternstück. Das nehmen wir mal mit. Kann man verticken. Dann irgendwann. Und da ist ein Trainer. Das Problem, ich habe auch nicht das passende Pokémon gerade dazu, ne? Um hier wirklich in der Arena weiterzukommen. Hier drin weiterzukommen. Ich setze mal Kikalo. Weil wahrscheinlich viele Gestalt-Pokémon sein werden und Boden-Pokémon. So, Ambeleber. Schauen wir mit. So. Ein Arbeiter, du hast ein Kiesling. Ja, ich sag ja, mir fehlt ein Pflanzen-Pokémon, mir fehlt mein Wasser-Pokémon. Es dauert alles. Dann gehe ich auf Doppelkick einfach. Alles bis jetzt irgendwann. Pro Rüstung. Die Verteidigungswerte sinken. Aber sein Initiative-Wert geht hoch. Das könnte sogar reichen. Schade, ich dachte, es könnte reichen. So. Ja, ich sagte ja eingangs, ich bin nicht alleine. Okay. Dann machen wir Glut. Ja, das reicht aber noch. Jawohl. So, der Arbeiter ist besiegt. Mal hier hin, ob irgendwas ist. Ob hier noch irgendwelche Items sind oder irgendwas anderes Wichtiges. Ach, hier oben, okay. Sind wir. Und da ist nämlich eine TM. Und zwar die TM 54 Felsburg. Guck mal gerade, ob ich die mir beibringen kann. Eine Scheinsattacke vielleicht sogar dabei. Gucken wir mal gerade. Ich wäre das gar nicht mal so schlecht, wenn man noch ein bisschen was mehr. La, welcher Relle haben wir? Schade. Schade. Okay, aber da ist noch ein Item, was ich gerade übersehen habe. Und zwar Superbälle 3 Stück. Aber wir müssen jetzt alles mit Pokébällen arbeiten. Ich habe teilweise ein bisschen. Ja. Ich mag teilweise ein bisschen Ästhetik. Deswegen sage ich, ich achte ein bisschen auf die Geschlechter der Pokémon. Ich achte teilweise auf die Bälle. Versuche alles mit Pokébällen zu fangen. Ja, das sind einfach seine Gründe. Also Pokémon sollte besser aussieht, wenn alles nur Pokébälle sind. Ja, diese Arbeiterin haben wir noch besiegt. Seit dieser Folge machen wir nur diese Mine. Das wird eine etwas kürzere Folge werden, aber die wird ja doch relativ lang werden. So, Praktibalk hast du. Okay. Ich hab nichts von dir. Ja, fast. Steinwurf, ja, das war klar. Gegen Feuer-Pokémon. Die Sachen, mir fehlen einfach momentan noch die passenden Typen dafür. Ich muss mich irgendwie versuchen, da durchzuboxen jetzt gerade. Was denn des Wortes? Jetzt muss ich geil. Okay, keine Initiativwerte sind. Gut, war früher mal anders. Okay, die Balke ist schon mal weg. Das erste zumindest. Ich glaube, die hat mehrere davon. Level 17 für Voldi, sehr schön. Ja, das wäre natürlich mehr, aber klar. Ja, ich muss weitermachen. Gut, weiter drauf. Jetzt zwar. Steinwurf, ich glaube, die macht jetzt auch. Aua, das tut weh. Aber ich habe ja zig Beleber gerade dazu bekommen, die ich immer mal wieder finde. Silberblick. Gut. Ja, war gut. Jetzt guck ich, ob du langsam mal Level abkriegen würde, bezüglich der Unlichtattacken. Die können wir nämlich bald gebrauchen. Weil wir demnächst einige Psycho-Gegner haben werden. Jawohl, es brennt. Sehr schön. Damit ist immer dein Angriffswert. Mehr oder weniger am Arsch. So, ich brauche neue Item, mein Trank.
Energiefokus. Ja, noch nicht ganz die Hälfte weg. Schade. So, das setzt nochmal gut ein. Vielleicht reicht das ja irgendwie dann doch. Ne, natürlich nicht. Aua. Hast du mal auf damit? So. Ruckzucki und tschüss. So, reicht es für ein Level Up? Ja, und ein Skookapoo Level 15. Ah, das will ein Energiefokus lernen. Kannst du nicht was anderes lernen? Brauche ich nicht. Erhöht nur, glaube ich, nur die Volltrefferquote. So, wir gucken uns wieder hier weiter rum. Und da ist die nächste TM. Und zwar die 27 Grimasse. Verringert jetzt den Initiativwert. Das gegenüber. So, wir haben sonst nichts. Nee. Jetzt weiter. Interessantes. Da sind noch Clonkett. Der war ja vor einer. Und hier ist noch ein Item. Ein Granitstein. Attacken vom Typ der Gestein. So. Okay, Holzkohle. Ich gebe mal Holzkohle beim Kikalo. Das ist einfacher für mich. Wenn die Feuer allerdings ein bisschen höher sind. So. Ja, ich sag ja, mir fehlen wirklich noch passende Typen. So. Ihr könnt euch auch schon Fleck neu fangen. Flug. Quasi Zubat der vierten oder fünften Generation. Und da haben wir ein Pokémon der ersten Generation. Das ist dick da. Ja, ein kleines Kratzer. Okay, das kann doch keine. Oder setzt zumindest keine ein. Das ist mir. Soll mir recht sein. Keine Bodenattacken. Weg. Ja, ich brauche Pflanze, Wasser. Es ist eine 19 fürs Kikalo. Ja, gut. Nitro-Ladung, sehr gut. Endlich mal eine neue Attacke vom Typ Feuer. Mit den eigenen Initiativewert dabei. Und Rotomor. Okay. Ja, wieder nichts. Ich kann nicht. Ich muss weiter so ziehen. So. Jetzt mal so direkt mal die neue Attacke. Oh, ziemlich weit. So, Ruckzuckhieb. Und tschüss. Rotomuff. So, diese Arbeiterin ist besiegt. Die kann sich jetzt wieder auf ihren Job konzentrieren. Brauchst du nicht kämpfen. So, okay. Da ist die Sonne, da läuft ein Praktibalk und so rum. Das sind alles Tausch-Pokémon. Das ist das Problem. Wir haben keine zweite Switch. Deswegen bringt das auch nichts. Hier Pokémon einzusetzen, die sich tauschen. Die Weiterentwicklung können wir sowieso dann irgendwann später gefangen. Falls wir sie brauchen, aber die brauchen wir nicht im Team. Clonkett. Ja, wie gesagt, ich muss das doch kein Wasser-Pokémon und kein gar nichts dran. Wir müssen es irgendwie erstmal noch durchzuarbeiten. Unser Wasser-Pokémon kann man nämlich erst hier. Können wir auch irgendwann noch. Das dauert aber nicht mehr so lange. Das haben wir dann in der Galarmine 2. Da müssen wir aber verdammt schnell sein. Zeige ich euch dann warum. So, gut. Das Clonkett war jetzt nicht das dicke Problem. Da ist noch ein Item. Ein Äther. Füllt AP ein. Oh, da ist noch eins. Noch einen weiteren Beleber. Die werden ja richtig zugeschmissen mit den ganzen Belebern. Da ist noch ein Item. Und nochmal zwei Supertränke. Sehr schön. So. Und wen haben wir hier? Willst du etwa hier durch? Das würde ich mir an deiner Stelle nochmal ganz genau überlegen. Haben wir kommt kein Trainer, der im Besitz eines Wunschstands ist. Ungeschaut vorbei. Bist du so unfreundlich? Freunde, wer bist du eigentlich? Du bist doch derjenige, der vom Champ für die Arena-Challenge empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Ha, wie armselig. Jetzt hören wir mal zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als ich schon. Kapiert? Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Ja, das ist was Besseres, oder was? Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Ja.
Denk zumindest dran. Falls das gerade Zug war, die muss Richter eben eine Überlegenheit jetzt im Kampf. Ja, wir setzen auf jeden Fall ein. Deswegen habe ich gerade gesagt, wir treffen nämlich auf Psycho-Pokémon. Sie hat nicht viel. Oder er. Das ist ein Typ. Ich habe gedacht, wäre ein Mädel gewesen. Hat 4 Psycho-Pokémon. 3 Psycho-Pokémon, sowas. Jetzt noch 3. Kriege ich dann nochmal noch ein Fotos dazu. Und dann unser Teammitglied. Das heißt, wir müssen es jetzt irgendwie durchweisen. Ich hoffe, dass wir gleich noch irgendwie noch ein Biss oder so. Ach, wir haben ja Biss Voldi. Ich kann sagen. Ich kann auch mal Voldi gehen. Erstmal müssen wir dieses Modizito versuchen, so wegzukriegen. So. Genau. Weg damit. Ja, ich habe noch keine. Skrupur, noch keine. Unlichtattacke, aber die kriegt's noch. So, Spaßkanone. Okay. Das haben wir auf der Erde, ne? Ja, natürlich anders. Und Verteidigung. Ja, dann paralysieren wir dich mal. Dann, wenn du weiter so einen Scheiß da abziehst. So. Machen wir es mal weiter. Jetzt bin ich sogar paralysiert, das ist immer gut. Psystrahl. Okay. So, Molimor war auch weg. Nächstes Primova. Ach, das hab ich dabei gedacht. Lass mich die Sache einfach schnell beenden. Ach, ich soll schnell beenden? Okay, machen wir es doch so. Vorahnung. Dann fangen wir das ganze Spielchen nochmal neu mit dem Paralyse. Mit der Paralyse. Und dann drauf mit Biss. Ah, ja, doch, war ein Volltreffer. Okay, das ging auch doch relativ schnell. So, das ganze Ding nochmal und dann haben wir's. Ja, natürlich nicht. Konfusion. Jetzt muss man mal zurückschrecken können. So, wir wollen das überlegt. Haben wir das Thema erledigt? Wenn da jetzt nicht noch ein Trank irgendwie kommt? Nein, kommt nichts. Und damit haben wir's. Damit haben wir Bettis in die Knie gezwungen. Level 18 für Voldi. Entwickelt sich, glaube ich, Level 26. Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien. Und ich vergesse nichts. Sollten wir uns hier in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wenn du mal sagst, ich habe alle Wunschhände, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Ja, wir haben auch, glaube ich, ziemlich alle Items hier gesammelt. Wenn nichts irgendwie noch rumliegt und an. Doch, da blinkert noch was. Ein Säckchen Sternstaub. Kein Mundstern, kein gar nichts, aber. So, dann müssen wir eigentlich alles haben. Dann können wir hier tatsächlich rausgehen. Und dann sind wir jetzt gleich in Route, auf Route 3. Route 4. Und diese junge Dame ist übrigens die Schwester von der jungen Dame, die am anderen Eingang steht, halt quasi eure Pokémon. Also für den Fall, dass ihr noch genug Tränke habt, braucht ihr nicht anzusetzen. Ihr könnt also, könnt also noch heilen. Oder? Ist die Scheiße? Nein, ich erzähle keine Scheiße. Das ist genau richtig so. Dann wechsle ich mal von Pokémon zum Kapo nach vorne setzen und ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild und dann kommen wir uns zum Route 4. Ja.
Und dann geht's so immer ein Step by Step in Richtung ersten Orden, würde ich sagen. Weil da hinten ist nämlich die erste Arena, aber wir haben noch ein bisschen was zu tun, was vorher betrifft. Und haben diese Route hier leer aufräumen noch, alle Trainer besiegen und. Und dann gibt's nämlich noch eine Aufgabe, die wir kurz vorher haben. Aber das werden wir dann uns in der nächsten Folge angucken. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.